Vor knapp einem Jahr war er schon einmal hier. Jetzt machte sich Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, erneut ein Bild von den Folgen der Hochwasserkatastrophe für das St. Antonius-Hospital. Gemeinsam mit Teilen der Krankenhausleitung, des Kuratoriums, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern informierte er sich über den Stand des Wiederaufbaus ein Jahr nach dem verheerenden Ereignis und bekräftigte die bereits getroffenen Zusagen. Wir haben bis jetzt für die Schäden, die hier entstanden sind, ich glaube rund 110 Millionen Euro, die nach Eschweiler für das Krankenhaus geschickt. Und schön, wenn Sie sich dafür bedanken, aber das Geld steht Ihnen einfach zu, weil wir unsere Zusage, dass dieses Krankenhaus durch die Flut eben nicht schlechter dastehen darf wie ansonsten, weil wir die auch unbedingt einhalten müssen. Gleichzeitig lobte er, gemeinsam mit der Eschweiler Bürgermeisterin Nadine Leonhardt, das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der vielen anderen Helferinnen und Helfer aus der Region und darüber hinaus. Ich habe damals ja auch schon sehr viele Eindrücke mitgekriegt, wo Bürgerschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier Schlamm geschüppt haben. Und dann ja auch berichtet, dass auch an dem Wochenende fast alle Vereine hier tätig waren. Es ist eine Riesensolidarität gewesen und ich will hier auch zum Ausdruck bringen, auch für die Landesregierung, einen Riesenrespekt für das, was hier geleistet worden ist. In diesen 12 Monaten. Und das, daran sehen wir ja und darüber, glaube ich, kann man sich wirklich freuen, über diese Riesensolidarität, die es für dieses Krankenhaus in der gesamten Region gegeben hat. Und ich glaube, dass bei aller Schrecken einer solchen Katastrophe auf der anderen Seite man aber auch eben sieht, dass es in Menschen eine große Solidarität, eine große Leistungskraft auch entfaltet, mit so einer Problematik letzten Endes fertig zu werden.